Herr Ministerpräsident, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die deutsche Demokratie ist wehrhaft, unsere Demokratie ist standhaft, und unsere Demokratie hat die Unterstützung der Menschen in unserem Land. Und genau diese Menschen sind es, die in den vergangenen Tagen auf die Straße gegangen sind. Lieber Herr Kollege, das sind keine Fake News, sondern das waren überwältigende Bilder, das waren beeindruckende Bilder. Überall in Hessen zeigen die Menschen Flagge gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus und gegen Ausländerfeindlichkeit. Und ich sage Ihnen was. Ich sage Ihnen was. Wir können stolz darauf sein, dass die Mehrheit der lauten Minderheit jetzt Grenzen aufzeigt. Bis hierher und nicht weiter. Das müssen Sie wissen. Bis hierher und nicht weiter zeigt die Mehrheit, die laute Mehrheit der lauten Minderheit jetzt auf. Ich halte das für exakt die richtige Entscheidung. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Wer Menschen verachtet, wer die Demokratie anfeindet und wer Menschen deportieren will, der stürzt unser Land zurück in ein Inferno, in dem dieses Land sich bereits einmal gefunden hat. Meine Damen und Herren, ich sage das noch einmal. Wer so redet, wer so denkt, der ist eine Schande für Deutschland. Das ist die Realität. Jetzt will ich Ihnen noch was sagen. Ich erinnere mich gut an Herrn Lambrou und seine Replik auf meine Regierungserklärung. Das wird niemals geschehen, Herr Lambrou, dass es eine Koalition meiner CDU mit einer Partei wie Ihrer Partei gibt. Ich will Ihnen noch etwas sagen. Das wird niemals geschehen. Wissen Sie auch warum? Weil das Narrativ, Sie seien bürgerlich oder gar konservativ, Unsinn ist. Das ist Unsinn. Ich will Ihnen mal sagen. Wissen Sie, Herr Lambrou, was bürgerlich und konservativ ist? Bürgerlich und konservativ ist, diesen Staat und seine Institutionen zu schützen. Wissen Sie, was bürgerlich und konservativ ist? Die Menschenwürde zu achten, das schließt Deportationen aus. Und wissen Sie, was auch bürgerlich ist? Bürgerlich ist, Toleranz, Liberalität und Vielfalt zu schützen. Und eine Partei, in der Herr Höcke wüten kann, wie er will, von niemandem aufgehalten wird. Und eine Partei, lieber Herr Lambrou, deswegen die Zwischenrufe da aus der letzten Reihe, die greife ich gerne aus, eine Partei, deren fester Bestandteil, Sie kennen das Zitat, Herr Lambrou, deren fester Bestandteil eine gesichert rechtsextremistische Jugendorganisation ist. Das haben Sie im November gesagt, lieber Herr Lambrou. Die ist nicht bürgerlich. Sie sind keine Alternative für Deutschland. Sie sind eine Belastung für Deutschland. Ja. Und Sie haben ja so eine putzige kleine Anfrage zugesandt. Putzig, muss ich sagen, du liebe Güte. Ist nicht das Papier wert, auf dem sie steht. Wirklich nicht das Papier wert, auf dem sie steht. Nein, das entscheide ich nicht. In der Tat nicht. Und das ist auch gut so. Machen Sie, was Sie wollen. Aber ich habe vor 2 Wochen gesagt, und ich wiederhole es noch einmal. Deswegen greife ich diese putzige kleine Anfrage sehr gerne noch einmal auf. Wissen Sie, wir müssen und wir werden diese Leute stoppen müssen. Und genau das ist es, was tausende Menschen in den letzten Tagen deutlich machen. Dafür können wir unendlich dankbar sein, hier in diesem Hessischen Landtag. Und wenn so viele Menschen,
in unserem Land für die Demokratie auf die Straße gehen, dann sind diese Demonstrationen vor allem eins. Sie sind ein unglaublich mächtiges Signal, dass jetzt Schluss ist mit dieser furchtbaren Gleichgültigkeit, weil die Gleichgültigkeit das gefährlichste Gift für die Demokratie ist, weil es ein schleichendes Gift ist. Und es ist deswegen auch ein Auftrag an uns, auch das will ich hier bei Ihnen hinterlegen, wie wir Politik machen, mit enttäuschten Protestwählern, mit Bürgerinnen und Bürgern, die das Vertrauen in demokratische Parteien verloren zu scheinen haben, ins Gespräch einzutreten. Auch das ist klar. Wer aus rechtsextremer Gesinnung heraus eine rechtsextreme Partei wählt, den werden wir nicht erreichen, und den wollen wir auch nicht erreichen. Aber es gibt eben auch die vielen, die enttäuscht sind, die verunsichert sind, die sich nicht ernst und die sich nicht mitgenommen fühlen. Und ich zitiere Tariq Al-Wazir. Tariq Al-Wazir hat im Wahlkampf gesagt, es gibt keinen Grund aus Ärger, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Das ist vollkommen richtig, stimme dem uneingeschränkt zu. Aber, auch das will ich sagen, mehr denn je erwarten Menschen natürlich, dass wir zentrale Herausforderungen bewältigen. Sie erwarten eine Politik, die sich mit tatsächlichen Problemen beschäftigt und nicht mit sich selbst. Dazu gehört beispielsweise, bitte? Das können wir nicht erfüllen. Wie kommen Sie denn auf diese abstruse Annahme, so vollkommen abwegig? Vollkommen abwegig. Ich will Ihnen einmal sagen, wie wir das erfüllen. Beste Bildung und Chancen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, gleichwertige Lebensverhältnisse, Stadt und Land, Wirtschaftskraft, sichere Arbeit, Innovation, Stärkung unseres Rechtsstaates, Begrenzung. Ein Moment, Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren. Es ist überhaupt nichts gegen Zwischenrufe einzuwenden, wenn Sie intelligent sind. Nein, das gilt für alle Zwischenrufe hier in diesem Haus. Sei zu leben, macht Sie intelligent. Ich habe aber die Bitte, dass man nicht durch ständiges Zwischenschreien den Redner stört. Zwischenrufe ja, aber keine ständigen Störungen des Redners. Bitte sehr, Herr Ministerpräsident. Ich glaube, meine Damen und Herren, wenn wir zeigen, dass wir handlungsfähig sind, wenn wir beweisen, dass es keinen Anlass gibt, sich mit einfachen Antworten auf komplexe Fragen verführen zu lassen, dann entziehen wir den Feinden der Demokratie den Nährboden. Und deswegen will ich das klar sagen. Es liegt an uns, es liegt an den demokratischen Kräften in den Parlamenten und den Regierungen, das zu beweisen. Und es ist natürlich auch unsere Aufgabe. Ich greife das auf, was Frau Knell gesagt hat, Bürgerinnen und Bürger immer wieder, und zwar mit den besten Kräften, die wir haben, von der Demokratie zu überzeugen, als die beste Regierungsform. Es sind nur demokratische Staatswesen, die funktionieren. Nur demokratische Staatswesen können für Bürgerinnen und Bürger arbeiten. Und es sind nur liberale Demokratien, das betone ich ausdrücklich, die Sorgen, Ängste und Bedürfnisse ihrer Bürger ernst nehmen und sich auch darum kümmern. Ja, und auch das will ich aufgreifen. Deswegen gibt es natürlich auch hier konkrete Vorhaben, die wichtig sind. Und ich bin froh, dass wir innerhalb dieses Hauses eine große Einigkeit offensichtlich haben. Ich bin sehr dankbar für den Antrag, den Sie gestellt haben, den Matthias Wagner initiiert hat und den die Fraktionen aufgegriffen haben. Denn ein zentraler Baustein für das, was ich gesagt habe, ist natürlich politische Bildung. Das fängt bei den Jüngsten an, ob auf der kommunalen Ebene, ob auf unserer Ebene, überall. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass Sie mit Ihrem Antrag eine so deutliche Unterstützung für die Einrichtung beispielsweise einer Enquetekommission hierfür aussprechen. Ja, wir werden die Erinnerungskultur stärken. Wir werden eine hessische Gedenk- und Erinnerungskonzeption entwickeln. Wir werden die Landeszentrale für politische Bildung zukunftsfest aufstellen. Ja, und wir werden auch eine neue Landesstiftung für Demokratie, Aufklärung und politische Bildung gründen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber eins, das will ich in diesem Zusammenhang auch sehr deutlich sagen, weil es unmittelbar verknüpft ist mit dem, was wir hier diskutieren. Der Kampf gegen Antisemitismus ist heute so entscheidend wie lange nicht mehr. Und Michel Friedmann hat recht. Judenhass ist keine... Bitte? Was war das wieder? Ach, man soll es einfach wahrscheinlich wirklich ignorieren. Michel Friedmann, ja, man darf es nicht ignorieren. Du hast vollkommen recht, Jürgen. Michel Friedmann hat in einem recht. Judenhass ist keine deutsche Erfindung. Aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. Und deswegen reicht es eben nicht mehr nur aus der Vergangenheit zu lernen, die Vergangenheit zu verstehen, sondern wir müssen jetzt die Gegenwart gestalten. Deswegen reicht es auch nicht mehr aus, nur zu reden. Wir müssen jetzt als demokratische Gesellschaft handeln, so wie das die vielen tun, die auf die Demonstrationen gehen. Wir müssen jetzt die Stimme erheben, wie das die vielen tun, die auf die Demonstrationen gehen. Wir müssen jetzt klar für unsere Werte einstehen. Jetzt können und jetzt müssen wir zeigen, dass wir aus unserer Geschichte gelernt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren.
7. Oktober 2023 ist eine furchtbare Zäsur gewesen, mit traumatischen Auswirkungen für Israel, für die gesamte jüdische Gemeinde, aber für uns alle. Die Hamas ist eine Mörderbande. Ich habe das gesagt, in aller Deutlichkeit. Israel ist unser Wertepartner, ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und vor allem gilt eins nach wie vor, die Sicherheit Israels ist Staatsraison dieses Landes. Und hier gibt es keinen Raum für Relativierungen, die oftmals stattfinden. Das, was Israel am 7. Oktober angetan worden ist, geht uns alle an. Dieser Angriff auf Israel ist ein Angriff auf unsere Demokratie, auf unsere Werte, insbesondere aber auf unsere Art, frei zu leben. Und deswegen, es gibt eine wichtige Botschaft, die mit unserem Land verknüpft ist. Aus einer schlechten Erfahrung, aus einer schrecklichen Geschichte. Nie wieder lautet diese Botschaft. Sie ist fest mit diesem Land verknüpft. Für die Landesregierung ist die Botschaft ein Kernbestandteil unseres Regierungshandelns, weil der 7. Oktober uns eines brutal vor Augen geführt hat. Nie wieder ist jetzt, und das machen wir Demokraten unglaublich gut und deutlich hier mit einem solchen Antrag. Ich bin den Fraktionen dankbar für die Debatte, die wir geführt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Der Kollege Lambrou hat sich noch einmal gemeldet. Moment, mal langsam. Er hat sich noch einmal gemeldet. Er hat 3 Minuten nach der Geschäftsordnung. Ich will aber zum Thema Ältestenrat was sagen, Herr Dr. Grobe. Und zwar in § 48a unserer Geschäftsordnung heißt es, über die Einberufung des Ältestenrats während der laufenden Plenarsitzung entscheidet außer im Fall des § 67 die Präsidentin oder der Präsident nach pflichtgemäßem Ermessen. So, in 67 heißt es, wenn im Landtag störende Unruhe entsteht, kann die Präsidentin oder der Präsident die Sitzung unterbrechen. Kann sie oder er sich kein Gehör verschaffen, so verlässt sie oder er den Präsidentenstuhl. Die Sitzung wäre dann unterbrochen. Sie wissen, dass ich in meinem hohen Mandatsalter kaum noch stehen kann. Und deshalb bleibe ich auch sitzen. Deshalb bleibe ich auch sitzen. Und deshalb können wir im nächsten Ältestenrat gerne Ihre ganzen Punkte behandeln, nur damit das mal jetzt hier geklärt ist. So, dann hat jetzt der Kollege Lambrou das Wort. 3 Minuten. Dann könnten wir bitte auch noch mal. Ja, ja. Haben Sie hier keine Geschäftsordnung? Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, ich bin Ihnen dankbar für die Worte von eben, das Plenum hier runterzukühlen. Ich habe den Eindruck, dass man uns hier gezielt provozieren wollte, und ich sage Ihnen, das wird nicht gelingen. Ich habe mich als Fraktionsvorsitzender noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich ein paar Sachen ansprechen möchte, die mir aufgefallen sind. Ich habe in der Debatte weitgehend sehr gut zugehört. Frau Klaus, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber als Sie darauf hingewiesen haben, dass es um den Kampf gegen Rechtsextremismus geht und nicht um den Kampf gegen Rechts, war Ihre Fraktion die einzige, die applaudiert hat. Nicht die der Grünen, nicht die der SPD, nicht die der FDP. Das sollte Ihnen gegebenenfalls zu denken geben. Und zum Thema Antisemitismusbekämpfung. Das ist dem gesamten Hause wichtig. Da kann es keinen Zweifel geben. Ihnen, uns. Aber es gibt ein einziges Landtagsmitglied, was auch Jude ist. Und das ist unser Landtagsabgeordneter, der AfD-Abgeordnete Dimitri Schulz. Auch darauf möchte ich in dieser aufgeregten Debatte noch einmal hinweisen. Und dann komme ich zu der Rede. Ein Moment, Kollege Lambrou. Meine Damen und Herren, was ich vorhin gesagt habe, gilt für das gesamte Haus. Ich bitte darum, den Redner nicht durch ständige Zwischenrufe zu unterbrechen. Das ist nicht parlamentarisch. Sie können vernünftige Zwischenrufe machen, aber bitte nicht den Redner ständig unterbrechen. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Sie ertragen ja kaum, dass ich hier etwas sage. Und was habe ich eigentlich gesagt, was solche Emotionen hervorruft? Also schauen Sie bitte heute Abend mal in den Spiegel. Ich finde das hier teilweise nicht mehr angemessen. Und jetzt möchte ich noch Ihnen antworten, Herr Ministerpräsident. Auch Ihnen habe ich sehr gut zugehört. Schauen Sie,
wenn Sie sich Ihre Rede noch einmal anschauen. Sie hatten wortwörtlich teilweise Schaum vor dem Mund. Sie haben hier teilweise gebrüllt und nicht geredet. Ist Ihnen eigentlich in Vergessenheit geraten, dass Sie im Wahlkampf viele Ideen der AfD übernommen haben? Senkung der Grunderwerbssteuer, Begrenzung der Migration, Wiedereinstieg in die Kernkraft. Das sind Gedanken, die wir weit vor Ihnen geäußert haben. Und das, was mir am wichtigsten ist, und das haben Sie in Ihrer Rede, glaube ich, völlig vergessen, und Sie haben es angekündigt als Ministerpräsident. Sie wollen der Ministerpräsident aller Hessen sein. Heute haben Sie mehr als 500.000 hessische Wähler ausgegrenzt, die die AfD gewählt haben. Ich bin der Meinung, dass das so nicht geht. Und wenn Sie uns hier in diesem Plenum nicht ertragen können, dann rufe ich Ihnen zu. Wir sind hier aufgrund der schlechten Politik der anderen Parteien in den letzten 10 Jahren. Deswegen haben wir uns gegründet. Deswegen werden wir gewählt. Deswegen heißen wir Alternative für Deutschland. Machen Sie gute Politik für die Bürger. Bekämpfen Sie uns nicht mit Diffamierung und Stigmatisierung. Machen Sie gute Politik für die Bürger. Das ist Ihre Aufgabe. Und weil viele Bürger den Eindruck haben, dass Sie das seit über 10 Jahren nicht machen. Deswegen gibt es die Alternative für Deutschland. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich bitte noch einmal, diese Debatte vernünftig zu führen. Und ich bitte auch, mir das Protokoll dann noch einmal vorzulegen. Wir hören immer alle möglichen Bemerkungen. Ich weiß nicht, von wem sie sind. Aber ich bitte Sie alle, sich zu mäßigen hier in diesem Parlament. Jetzt haben wir weitere Wortmeldungen. Frau Kollegin Ines Klaus, Vorsitzende der CDU-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Natürlich müssen wir kurz noch einmal das Wort ergreifen. Und ich will mit 2 Punkten anfangen. Herr Lambrou, Sie erwähnen den Ministerpräsidenten und sagen, er hat Schaum vor dem Mund. Nein, das hat er nicht. Er ist, wie wir Demokraten, sehr besorgt und erregt um die Situation in unserem Land. Und das ist ein Punkt, über den man auch mal in dieser Atmosphäre und Art sprechen muss. Das Gegenbeispiel hat Ihr Kollege Lichert gebracht. Ich erwähnte vorhin noch Polemik. Aber das war ja ein Status an Polemik, der mit Arroganz gepaart war, wo man sagt, also da macht es doch den Unterschied, meine Damen und Herren. Und ich finde, wir führen hier auch gerne mal Debatten humorvoll, aber doch nicht bei diesem Thema. Da ist diese Ernsthaftigkeit geboten und nicht diese Polemik. Aber dass Sie dem Humor zuneigen, das haben wir gestern Abend alle wieder gesehen. Als Chrupalla sagte, dass Höcke für ihn kein Rechtsextremist ist. Also das sind Punkte, die führen bei uns wirklich zu absolutem Kopfschütteln. Und meine Damen und Herren, ich sage Ihnen es in aller Deutlichkeit. Wir werden Ihnen auch einen Gefallen nicht tun, dass Sie über Ihre Reden johlend im Internet unterwegs sind und sagen, diese Demokraten halten alle zusammen, wir sind die Einzigen, die man wählen kann. Nein, ich erkläre den Unterschied. In den großen Themen, die ernst sind, stehen wir zusammen, um zu sagen, das ist genau dieses Bekenntnis. Und das nennt man staatspolitische Verantwortung. In der tagespolitischen Verlässlichkeit, meine Damen und Herren. In der tagespolitischen Verlässlichkeit, da werden Sie die Unterschiede sehen. Denn wir wissen, wir bekämpfen Sie am besten mit guter Politik. Und zwar nicht und nicht, um Sie zu bekämpfen, sondern damit es den Menschen in unserem Land gut geht. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaus. Das Wort hat der Kollege Matthias Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren, einmal mehr hat die AfD-Fraktion in diesem Haus
die Gelegenheit verpasst, sich klar und deutlich zu dem zu positionieren, worum diese Debatte geht. Diese Debatte geht darum, dass Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen in unserem Land aufstehen, weil sie sich gegen die Vertreibungspläne von Menschen, gegen Vertreibungspläne, die von Rechten und Rechtsextremisten bei dem Treffen in Potsdam diskutiert wurden, wenden. Und Sie hätten hier die Gelegenheit gehabt, an dieses Redepult zu gehen und dazu etwas zu sagen, dazu klar zu sagen, nein, das ist nicht das Gedankengut der AfD. Sie haben über alles geredet, aber nicht darüber. Das spricht Bände, meine Damen und Herren. Wenn Sie bürgerlich sein wollen, dann müssen Sie sich bürgerlich verhalten. Und jeder, der bürgerlich ist, der kann zu diesem Gedankengut in Potsdam nur sagen, dass es abscheulich und dass es menschenverachtend ist. Und wenn Sie es nicht tun, zeigen Sie, welches Geisteskind sind. Sie wollen, dass Sie als demokratische Partei hier wahrgenommen werden. Dann müssen Sie sich als Demokraten verhalten. Und Demokraten sagen zu dem, was in Potsdam gemacht wurde, nein, ganz klar, nein, das tun Sie nicht. Und jetzt bitte nicht wieder die Ausreden von Einzelfällen. Ich zitiere jetzt ausführlicher aus dem, was Björn Höcke in seinem Kampfbuch Nie wieder in denselben Fluss geschrieben hat. Ich zitiere es wörtlich, und dann können Sie noch einmal hierher kommen und können sagen, was anderes als eine Nazi-Diktion das ist, was er hier in diesem Buch aufgeschrieben hat. Ich zitiere. Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenze wird ein großes Remigrationsprojekt notwendig sein. Vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben. Sie muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Wohltemperierte Grausamkeiten, wörtliches Zitat, werde notwendig sein. Und wir werden ein paar Volksteile verlieren, die zu schwach oder nicht willens sind. Wer nicht als Nazi bezeichnet werden will, darf nicht wie ein Nazi reden. So einfach ist es, meine Damen und Herren. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Spricht Herr Höcke für die AfD? Machen Sie sich diese Äußerung zu eigen oder machen Sie sich nicht zu eigen? Dazu hätten Sie in dieser Gelegenheit und haben Sie Gelegenheit, in dieser Debatte endlich einmal klar Stellung zu beziehen, weil genau hier verläuft die Grenze zwischen Demokraten und Nichtdemokraten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Wagner. Jetzt kommt der Kollege Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Ich will nur noch darauf hinweisen, es gibt keine Möglichkeit, dass jetzt Stellung genommen wird. Wenn kein Mitglied der Landesregierung mehr spricht, dann kann die AfD auch nicht mehr sprechen. Ein freundschaftlicher Hinweis. Bitte sehr, Kollege Eckert. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde, die Debatte ist gut und richtig, wie wir sie geführt haben und dass wir sie hier im Hessischen Landtag führen. Denn in der Tat, Matthias Wagner und Ines Klaus sind eben auch noch einmal darauf eingegangen, dass deutlich geworden ist, wo sind die Unterschiede. Und ja, Sie mögen demokratisch in diesen Landtag gewählt worden sein, aber das heißt noch lange nicht, dass Sie eine demokratische Gesinnung haben und das Wohl dieses Landes voranstellen, meine Damen und Herren. Das ist eben noch einmal sehr deutlich geworden, und von daher war es eine gute Debatte,
dass genau das auch noch einmal herausgearbeitet worden ist. Der Ministerpräsident hat auch deutlich gemacht, dass es immer darum geht, unter Demokratinnen und Demokraten um den besten Weg zu ringen, dass sie aber in den wesentlichen Fragen unseres Staates, des Gemeinwesens, den Fragen von Menschenwürde, Rechtsstaat, all diese Themen sie verbinden, bei den unterschiedlichen Interpretationen und Auslegungen im Detail. Und dass das eine Stärke ist und aus dieser Stärke heraus Demokratinnen und Demokraten im Interesse der Menschen in diesem Land Probleme auch lösen können. Und da unterscheiden wir, und da bleibe ich dabei, uns von Ihnen, alle, wie wir hier sitzen. Sie wollen die Probleme instrumentalisieren, um den Menschen Angst zu machen, weil wenn es den Menschen schlecht geht, geht es Ihnen gut. Wir wollen den Menschen helfen, Probleme lösen. Damit unterscheiden sich die Demokratinnen und Demokraten von Ihnen, meine Damen und Herren. Und es ist ja kein Versehen, dass Sie ein stolzes Mitglied der identitären Bewegung in dieser Debatte für Ihren Sprecher hier hinstellen und sagen, Sie sind ja keine Rechtsextremen. Es ist doch kein Zufall, dass Sie deutlich machen, Björn Höcke steht in der Mitte Ihrer Partei. Das ist nicht der Rechtsextremist irgendwie nur an der Seite, sondern er ist Kernbestandteil Ihrer Partei, Ihrer Grundüberzeugung. Und Matthias Wagner hat Zitate gebracht. Deswegen, meine Damen und Herren, davon wurde noch einmal heute in der Debatte deutlich, wes Geistes Kind Sie sind, meine Damen und Herren. Und dass die Demokraten mit den Demonstrationen aufstehen in diesem Land und klare Farbe kennen, wo sie stehen und was sie schützen wollen. Und deswegen sind das alles keine Ausrutscher. Ich kann mich noch gut an das letzte Jahr erinnern, wo wir hier immer wieder auch diskutiert haben, Herr Lichert, welche antisemitischen Codewörter Sie verwenden, auf welcher Klaviatur Sie ganz bewusst spielen, um immer etwas knapp unterhalb dessen, was gerügt wird, hier ein Klientel zu bedienen, was eindeutig hart rechtsextremistisches Gedankengut vertritt. Da wollen Sie nicht nur am rechten Rand fischen, sondern das ist ein wesentlicher Bestandteil offensichtlich Ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Und ich finde, wenn Sie uns nicht glauben, dann muss man einfach mal auf Gerichte hören, die das dann deutlich machen. Eben wurde es schon angesprochen, wenn die Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative, über die der Fraktionsvorsitzende letztes Jahr gesagt hat, sie sind ein fester Bestandteil der AfD, wenn dann das Verwaltungsgericht Köln urteilt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Jugendorganisation der AfD, Junge Alternative, als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen darf. Und jetzt kommt's, da sie gegen das Demokratieprinzip agiert, meine Damen und Herren. Und davon sitzen auch vier Leute in Ihren Reihen hier im Hessischen Landtag. Ich finde, da haben Sie eindeutig gezeigt, wes Geistes Kind Sie sind, meine Damen und Herren. Deswegen bleibe ich dabei. Für mich sind Sie der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus in diesem Land. Deswegen werden wir das bekämpfen als Demokratinnen und Demokraten. Und das tun wir gemeinsam, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Eckert. Also bevor wir uns alle wieder erregen, wir werden im nächsten Ältestenrat auch diese Themen behandeln. Ja, machen wir so. Gut. Dann haben wir die Kollegin Wiebke Gnell, FDP-Fraktion. Bitte sehr, Wiebke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Kollegen und Kolleginnen der AfD, wenn Sie Demokratie ernst nehmen würden, dann hätte eben nicht ausgerechnet Andreas Lichert zu diesem Punkt sprechen dürfen. Nein. Andreas Lichert, der, Kollege Eckert hat schon gesagt, mit antisemitischen Codes hier schon gearbeitet hat, der als Identitärer bekannt ist, der, naja, wir können das alles gar nicht auflisten. Was, genau, das sind Sie. Das sind Sie. Und ich glaube, es war die falsche Wahl, ihn hier reden zu lassen, aber es war ja ganz bewusst von Ihnen gesetzt. Sie arbeiten mit Beschimpfungen, Verdächtigungen, Verleumdungen gegen Organe, gegen Repräsentanten der Bundesrepublik, auch gegen Repräsentanten dieses Hessischen Landtags. Und das Schlimmste daran ist, Sie haben ja Freude daran. Sie haben ja Freude daran, so zu sein, wie Sie sind. Und ich sage Ihnen nur ein was, schämen Sie sich.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Kollege Lischert, Sie haben sich gemeldet zu einer Kurzintervention. Das geht aber nicht bei 5 Minuten Debatten, will ich Sie nur darauf hinweisen. Ja, ich verschaffe Ihnen gar keine Möglichkeit. Ich sitze hier oben in aller Ruhe und Bescheidenheit. Dann müssten Sie, es gibt in der Geschäftsordnung gibt's einen Paragraphen 81. Ja, meine Damen und Herren, regen Sie sich doch nicht so auf. Schreck mich doch auch nicht auf. 81 persönliche Bemerkungen sind erst, ich lese Ihnen extra vor, damit da nichts Falsches gemacht wird. Persönliche Bemerkungen sind nach Schluss der Beratung eines Gegenstandes, das sind wir jetzt, jedoch vor der Abstimmung zulässig. Persönliche Bemerkungen dürfen die Dauer von 5 Minuten nicht überschreiten, ist auch klar. Mitglied des Landtags darf nur Angriffe auf die eigene Person zurückweisen oder eigene Ausführungen berichtigen. So, dann, Kollege Lischert, versuchen Sie das mal so, wie es in der Geschäftsordnung steht. Sie haben das Wort, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Also dieser infame Angriff, der muss natürlich beantwortet werden. So, und was können Sie mir eigentlich vorwerfen, dass ich mich einsetze für junge Menschen, die sich politisch engagieren, dass ich genau die Demokratie und freiheitliche Gesinnung auch für diejenigen einfordere, die nicht ihrem Meinungsdiktat entsprechen? Das soll der Vorwurf sein. Und das, also man muss sich das mal wieder vorstellen. Ja? Sie werfen mir vor, dass ich mich nicht an dieser Fake-News-Kampagne abgearbeitet habe. Warum soll ich zu etwas Stellung nehmen, wo selbst Korrektiv niemals von Deportationen gesprochen hat? Das steht nicht in meinem Text. Ich lehne es schlichtweg ab, mir von Ihnen diktieren zu lassen, wozu ich Stellung nehmen muss. Ich muss auch nicht zementieren, was da in Potsdam Fall ist. Unsere Haltung ist völlig klar. Deutscher ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft. Meine Damen und Herren, Kollege Lischert, bitte beschränken Sie sich auf das, wie es in der Geschäftsordnung steht. Angriffe gegen Sie, keine großen Erläuterungen dazu. Das hätte ich auch nicht gern. Ich habe Ihnen ja das Wort erteilt. Bitte machen Sie das. Und ich würde das Haus bitten, dann auch in aller Ruhe, sonst kommen wir wieder in die gleiche Debatte. Der Kollege Lischert hat das Wort. Der Vorwurf, dass wir hier oder ich persönlich auch noch der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus sei, ist infam, absolut infam. Und wir haben ständig hier Debatten über das Thema Abschiebungen. In ganz Deutschland ist dieses Thema absolut virulent, und es ist notwendig, dass man darüber debattiert. Und Sie wollen uns jetzt die Möglichkeit nehmen, dazu einen Beitrag zu leisten mit dem Standardargument, es sei ja rechtsextrem. Das ist infam. Und das ist genau das, was ich Ihnen vorwerfe, und mich persönlich jetzt hier noch anzugreifen. Und das mit Hochfinanz, wenn Sie natürlich daraus einen antisemitischen Code machen wollen, dann haben Sie die antisemitischen Klischees im Kopf und nicht ich. Ich kritisiere die Hochfinanz. Und da geht es nicht um die Religion oder Ethnie irgendwie dieser Leute. Und Herr Kollege Lischert, Sie sollen ja nicht die Hochfinanz kritisieren, Sie sollen Angriffe gegen Ihre Person zurückweisen und müssen danach langsam zum Schluss kommen, bitte. Möglichkeit, dass ich hier noch mal Stellung nehmen konnte. Sie werden es nicht begreifen wollen, aber trotzdem ist es wichtig, dass das hier gesagt wurde. Danke sehr. Ja. So, meine Damen und Herren, jetzt ruhig bei uns alle mal wieder und würden in die Abstimmung eintreten. Wir haben abzustimmen über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Freie Demokraten. Das ist die Drucksache 2148. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, FDP. Wer ist dagegen? Das ist die AfD. Wer enthält sich? Keine. Dann ist dieser Entschließungsantrag so angenommen. Dann gehen wir zum Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Hier ist vorgeschlagen worden, in den Hauptausschuss zu überweisen. Was heißt nö? Hier steht, es ist vorgeschlagen worden. Sie sind ja heute sehr lebhaft. Normalerweise machen Sie das immer donnerstags. Das bringt mich ganz durcheinander, dass Sie Mittwoch schon so sind. Also, es ist vorgeschlagen in den Hauptausschuss. Bitte, Dr. Grobe. Ja. Herr Präsident, wir bitten Sie, direkt abzustimmen. Vielen Dank.
Dann ist auch gut, Kollege May. Sie waren es nicht. Gut. Also, dann sagen Sie dem, der es war, dass ich uns das nächste Mal rügen würde, wenn es wieder wäre und Sie es nicht sind. Ne? So, dann stimmen wir ab über den dringlichen Antrag der Fraktion der AfD. Drucksache 21-105. Wer stimmt so? Die AfD. Wer ist dagegen? Das übrige Haus ist dagegen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Dann hätten wir diesen Punkt 17 und 26 behandelt. Ich danke Ihnen für die sehr lebhafte Aussprache und möchte, damit es mal wieder ein bisschen Ruhe gibt, auf der Tribüne begrüßen unseren langjährigen Kollegen und Weinbaupräsidenten Peter Seifert. Grüß dich. Applaus